Denn das hat uns ja doch ein wenig sehr mitgenommen. So, und dann haben wir doch hier noch was drin. Na, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Die Waffen hier. Oh, abgesaugtes Mana pro Treffer. Leben pro Treffer ist. Gut, brauchen wir eher. Ja, den brauchen wir auch eher. Schade, wir bräuchten mehr Ringe. Also wir bräuchten echt Platz für mehr Ringe. Aber bisher hat es ja gelangt, muss man sagen. Wenn wir weiterhin so da Kann durchrennen, ich euch helfen? dann sollte das, glaube ich, echt keine Probleme mehr geben. Das einzige Problem werden wir dann wirklich kriegen, wenn uns irgendjemand Mana klaut. So, zurück zu Anya. Special Effects. Die haben natürlich immer alle direkten Stadtportal dabei. Ist ja auch lustig. Da fällt mir ein, das sollte ich mal kurz machen. Ein Kadaver. Na komm, die darfst du ruhig treffen, mein Lieber. Naja, bald haben wir nur noch 50% Trefferrate, wenn es so weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Anya ist gerettet. Das ist ja schon mal ganz schön. Jetzt gucken wir uns einfach nur noch mal hier hinten die Ecken an. So. Funktioniert auch ganz gut mit dem netten Teil hier. Hehe. Also ich mag den Angriff. So, und du da noch? Fäulniswandler. Du stehst eh gleich wieder auf. Uiuiuiui. Also durch die Meute mähen wir ja wirklich durch. Hehehe, das hat gesessen. Ich bin überladen. Du bist überladen. Wieso bist du überladen? Jetzt nicht mehr. So und so. Das Gold. Und die Schlüssel. Geht's hier noch irgendwo lang? Na, eigentlich auch nur hier nach hier vorne. Oh, aua. So. Also da treffen wir wenigstens so ziemlich genau. Also wenigstens so halb ziemlich genau, ne? Oh, da fällt mir auf. Die Ebene ist fertig. Ach ja. Na dann. Würde ich direkt sagen. Einmal zurück, bitte. Maler? Müssen wir? Ah, Mist, wir müssen mit Maler reden. Na egal, dann werden wir erstmal zu Deckard Cain rennen. Ach, ich habe eine Idee. Wir machen da einfach mal eine Umfrage draus. Was haltet ihr davon? Sollen wir den guten Mann hier auf Schwert umskillen oder nicht? Also ich meine, mir persönlich wäre Schwert echt lieber. Aber, was sagt ihr dazu? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Habt ihr da Erfahrungen mit Barbar, mit Schwert, mit Langschwert, also mit einer Zweihandwaffe? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was ist euer Lieblingsessen? Und wer hat euch auf YouTube verfrachtet? Nein, Spaß. Also wie gesagt, ja, habt ihr Erfahrungen damit? Wie sieht's aus mit euren Erfahrungen? Kann man das so machen? Würdet ihr das so machen? Ich tendiere eindeutig dazu. Und naja, wir werden es ja dann sehen. Jetzt reden wir erstmal mit Mala. Habt vielen Dank, dass ihr uns Anya zurückgebracht habt. Als Zeichen meines Dankes habe ich diesen Zauber gewirkt, der eure Widerstandskraft steigert. Ich weiß, das ist nicht viel, aber vielleicht kann es euch nützlich sein. Bitte geht und redet mit Anya. Sie hat wichtige Neuigkeiten über Nilatak. Das ist Guten ja Tag. wunderprächtig. Eine Schriftrolle des Widerstandes.
Dann wollen wir mal sehen, was die so... Uiuiui. Holla, die Waldfee, wo kommt denn der ganze Widerstand auf einmal her? Na, das hätten wir mal früher gebraucht. So, Kuh, wir müssen mit Anja reden. Anja, wo bist du? Der Get Kane? Was reden wir denn mit ihr? Mit Eisgefängnis? Der Eisgefängnis ist ja nicht mehr, wir sind ja schon durch, Mann. So, Anja. Ihr habt mir und meinem Volk gezeigt, dass ihr ein wahrer Held seid. Dies sind dunkle Zeiten, Krieger. Ich hoffe, ihr könnt Baals Schreckensherrschaft beenden. Unser Ältestenrat, dem auch mein Vater Aust angehörte, ist nicht mehr. Nur die Aussicht auf Rache an Baal hat uns vor völliger Verzweiflung bewahrt. Habt Dank, edler Held, dass ihr mich gerettet habt. Als Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit gebe ich euch dies. Ich habe es von Lasuk eigens für euch anfertigen lassen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Nilatax sagte mir, er habe mit Baal einen Pakt zum Schutz von Harugard geschlossen. Als Gegenleistung für die Gnade des Dämons will der verblendete Narr Baal das Relikt der Urahnen geben, unser heiligstes Totem. Damit ermöglicht er Baal, den Berg Ariad unbehelligt von den Urahnen zu betreten. Ich habe versucht, Nilatak aufzuhalten, aber er hat mich in dieser Eisgruft eingesperrt. Nilatak muss aufgehalten werden, bevor er die ganze Welt dem Untergang preisgibt. So gerne ich ihn zu Tode würgen würde, ich fürchte, mir fehlt die Kraft dazu. Ihr müsst durch dieses Portal, das ich geöffnet habe, in sein Lager eindringen, ihn besiegen und das Relikt der Urahnen zurückbringen. Lasst Nilatak nicht zerstören, was wir seit Äonen beschützen. Gut. Das Portal und Nilatak werden wir dennoch erst in der nächsten Aufnahme besuchen. 22. 43% verbesserte Verteidigung. Willst du mich verkohlen, mein Lieber? Was ist das denn für ein Witz? Süß. Kannst du direkt wieder haben, Mädel. Das ist sowas Schlechtes, habe ich ja noch nicht gesehen. Haben wir noch? Nein, da sind keine Schuhe. Da ist auch nichts mehr für uns. Waffen. Oh, das wäre was Feines für eine Assassine. Nilataks Tempel, da gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Die Quest ist abgeschlossen und gehen Sie durch Anjas Portal zu Nilataks Tempel. Wie gesagt, jetzt noch nicht. Denn, das war jetzt wahrscheinlich keine so gute Idee. Gut, dass ich dahin gerannt bin. Zum Frostfluss müssen wir auch nicht mehr, das haben wir erledigt. Ja, der nächste Wegpunkt müsste dann Gletscherweg sein. Den da weiß ich schon, wie ich das anstelle. Damit ihr nicht den kompletten Weg vom letzten Wegpunkt nochmal mitkriegen müsst, werde ich dann wieder bis vorne vor die Tür laufen und dann gehen wir gemeinsam auf den Gletscherweg. Und dann hat sich die Sache dann, denke ich mal, auch... Mein Gott, so lange wollte ich doch heute eigentlich gar nicht spielen und jetzt haben wir so... Es ist doch eine Stunde Aufnahme geworden. Ach, dieses Spiel ist einfach zu fesselnd, wenn man mal wieder drin ist. So, 152? Nein. Nee, da ist leider wirklich nichts mehr zu holen. Naja, gut. Was erwartet man auch? Wir haben Handschuhe mit Verteidigung 33. Das höchste, was wir hier finden, ist Verteidigung 17. Schwert, ja gut, das lassen wir mal außen vor. Wir haben Verteidigung 175 auf unseren Plattenharnisch. Das höchste, was man hier findet, ist 130. Wir haben Maske des Gespenst, rasender Wächter, rächender Wächter. Verteidigung 62. Mehr als 50 habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das einzige, was nicht ist, sind die Stiefel. Sogar unser Gürtel. Ey, Verteidigung 33, Leute. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Verteidigung 33 Punkte Verteidigung. Das ist ja echt übel. Jetzt bräuchten wir nur noch die arktischen Handschuhe, den arktischen Pelz und das arktische Horn. Und dann, boah, ich glaube, dann wird's richtig abgehen. Naja gut, aber wir haben ein Level abgeschafft, wir haben Anja gerettet, wir haben somit, wir haben zwei Quests erfüllt, wir haben direkt eine neue bekommen. Wir haben den Frostfluss erkundet, wir haben den Kristalldurchgang erkundet und den Wegpunkt geholt. Also ich muss sagen, für diese Aufnahme, top. Also,
Ja, dann würde ich sagen, beende ich dann mal. Ja, also hier die Aufnahme und sage. Lebt wohl. Na, das nicht, aber wenigstens bis zur nächsten Aufnahme dann, ne? Bis denne. Ja, stimmt. Tschüssili.